Ja Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Und ja Leute, mit einer wirklich, wirklich schockierenden Nachricht für euch. Und zwar ist laut diversen Berichten auf Instagram Abdulmanap Nurmagomedov, der Vater von dem Champion Khabib Nurmagomedov, heute in Moskau am Coronavirus verstorben. Und ja Leute, ich bin wirklich immer noch schockiert. Ich bin einfach durch die Instagram-Nachrichten gescrollt und habe dann bei mehreren in Bezug auf mehrere Hashtags und ja Newsseiten in Bezug auf MMA und die UFC einfach schon die Beiträge gesehen, dass der Vater von Khabib heute verstorben sein soll. Und es ist wirklich, wirklich sehr, sehr schockierend, einfach aus dem Grund, weil im Internet sind noch gar keine Nachrichten von irgendwelchen Newsseiten oder sonst irgendwas. Vielleicht, weil das Ganze auch irgendwie privat gehalten werden soll, aber die News sind halt irgendwie trotzdem durchgesickert. Und ja, man weiß gar nicht wirklich, was man dazu sagen soll. Ich wünsche der Familie und den ganzen Mitfühlenden, den Leidenden, sehr, sehr viel Kraft und ein sehr, sehr großes Beileid meiner Seite aus. Und ja, man wird sehen, wie es jetzt in Bezug auf den Champion Khabib Nurmagomedov weitergeht. Also ich kann mir vorstellen, dass er wirklich sehr angeschlagen ist jetzt momentan psychisch. Ich meine, der Mann, der ihm alles ermöglicht hat, der Mann, der dafür gesorgt hat, dass er da steht, wo er jetzt gerade ist. Er hat ihm alles erbaut. Er hat ihm den Baustein gelegt für seine ganze Karriere. Er hat ihn zum Kampfsport gebracht. Er hat wahrscheinlich die ganze Familie Nurmagomedov ja geprägt und jeden trainiert. War wahrscheinlich für viele Leute auch eine ja Vaterfigur. Und diese Person wurde einfach aufgrund des beschissenen Viruses jetzt aus dem Leben gerissen. Und das ist wirklich sehr, sehr brutal. Insofern verstehe ich aber nochmal den letzten Post von dem Abu Bakr Nurmagomedov nicht, wo er sich über das Coronavirus lustig gemacht hat oder ja in Bezug auf Conor McGregor, der gesagt hat, ja die Krankheit von dem Vater von Khabib war nur vorgegaukelt, damit Khabib sich versteckt und alles drum und dran, ist jetzt auch sehr, sehr fragwürdig und vielleicht schämt er sich auch sehr, sehr dafür und ich kann es einfach kaum erwarten, dass ja große Stars, große Investoren, Unternehmer, vielleicht Wladimir Putin, Dana White, Conor McGregor, alle möglichen auf den Tod des Vaters reagieren werden und ihr werdet stets auf dem neuesten Stand gebracht und vor allem interessiert mich die Reaktion von Khabib Nurmagomedov auf den Tod seines Vaters. Es ist wirklich sehr, sehr herzenszerreißend. Man wird einfach sehen, wie es jetzt in Bezug auf ihn weitergeht. Wird er den Kampf gegen Justin Gaethje immer noch fortführen wollen? Oder wird er sagen, okay, die Person, die mir alles ermöglicht hat, die Person, für die ich überhaupt noch gekämpft habe, ist nicht mehr in meinem Leben. Ich bin ungeschlagen, ich bin reich, ich habe genug Geld für meine Familie, alles drum und dran. Ich muss es nicht mehr tun und ich will es auch nicht mehr tun. Ihm fehlt vielleicht jetzt einfach diese psychische Balance in seinem Leben. Und ich kann es total verstehen, wenn er erstmal eine gewisse Zeit braucht, um sich zurückzuziehen, ja, und alles zu überdenken und eventuell klarzukommen. Das würde ihm wohl, glaube ich, keiner übel nehmen, denn jeder hätte Verständnis, wenn der Vater eines jeweiligen gestorben wäre. Ja, ich weiß nicht, also ich persönlich gehe davon aus, dass Khabib trotzdem kämpfen wird, weil sein Wille sehr, sehr stark ist und er vielleicht auch von der anderen Seite heraus sagen wird, ja, ich werde den Kampf gewinnen für meinen Vater, für den Tod meines Vaters und das würde natürlich auch sehr, sehr bemerkenswert sein und sehr, sehr ehrenvoll. Aber Leute, man kann beide Seiten verstehen, ihr werdet von mir auf dem Laufenden gehalten und ja, Leute, schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare und auf jeden Fall mein tiefstes Beileid nochmal vom ganzen Herzen. Und ja, Leute, um nichts mehr zu verpassen, um aktuell immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal, Leute, euer NoTime MMA.